Ja, Folge 13. Ob das wohl gut geht? Ich wärme mir nochmal die Hände, denn es geht natürlich zügig weiter. Und deswegen zieht's und deswegen... Ja, da war nicht so gut, ne? Auf jeden Fall willkommen zurück zu einer neuen Folge hier von Railroads Online. Schön, dass du dabei bist. Danke auch an die fantastischen Unterstützer auf Garderobus, die jetzt schon alle Folgen am Stück sehen können. Auch diese hier haben sie schon vor ein paar Tagen sehen können. Danke für eure Unterstützung. Wir fahren los. Endlich auf die neue Strecke. Ich freue mich. Betsy hat auch auf jeden Fall Bock. Und dann auch zum ersten Mal über diesen Hügel hier. Ich weiß gar nicht, ob der richtig funktioniert. Finden wir auch aus. Das war eine Aktion, das hier aufzuschütten. Junge, Junge, Junge. Da sind ganz viele Kräne und Bagger sind hier gefahren. Ja, und wir haben eine Ladung von 9,6 Tonnen. Ich habe gar nicht so auf dem Schirm, was wir sonst immer hatten. Aber die müssen wir jetzt erstmal... Das ist ja so eine kleine Probefahrt erstmal. Die müssen wir erstmal wohlbehalten. Müssen wir die jetzt auf die neue Strecke bringen. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie viele Bäume ich vergessen habe, die wir reindonnern werden. Wie viele Kurvenradien zu eng sind. Ob das zu steil ist. Ob die Betsy da nie wieder rauskommt. Und wie viel Geld wir für einen Stapel bekommen. All das und mehr finden wir in dieser Folge raus. Hat lange genug gedauert. Das tut mir auch sehr leid. Aber jetzt ist es soweit. So, hier, da müssen wir die Splines nochmal neu setzen. Das werde ich auch mit dem Trick machen, den ich in der letzten Folge gezeigt habe. Das heißt, ich werde hier einfach mit dem Radius-Tool die Brücke bauen. Und dann haben wir ungefähr immer da, wo die Brücke hin muss. Und dann die alte Brücke dann quasi abreißen. So in der Art werde ich das tun. Und es qualmt und rußt. Und hier diese arme... Klingelleitung, wollte ich gerade schon sagen. Die Glockenleitung, die tut mir ein bisschen leid. Ich mache mir Sorgen, dass das irgendwann mal uns um die Ohren fliegt hier. Ich überlege gerade, wir hätten wahrscheinlich eher rückwärts fahren sollen. Dann wären wir nämlich... Ja, obwohl, ja, mal gucken. Mal gucken, ob das alles so aufgeht hier. Das ist natürlich jetzt wieder ein Riesenumweg, wenn wir jetzt hier zum Beispiel eine Weiche hätten, um die Spur zu wechseln. Das wäre natürlich auch cool eigentlich. So ganz optimal sind die ganzen Streckenführungen jedenfalls noch nicht. Vor allem diese ganzen ins Gegengleis Fahrgeschichten. Eigentlich hätte ich auch gerne hier Rechtsverkehr, muss ich sagen. Ich überlege schon die ganze Zeit, wie ich das noch am geschicktesten anstelle. Mal schauen. Was ich auch wirklich schade finde, ist, ich mag ja dieses Aquädukt. Style-Ding hier. Und das ist wahrscheinlich das erste, was hier wegfallen wird, von meinen Planungen her gesehen. Mal schauen, wie wir das am geschicktesten anstellen. Und hier dieses Loch, in das man hier reinfällt, ne? Das ist auch noch nicht so ganz das, was ich gerne hätte. Wenn ich da so ehrlich sein darf. Aber ja, ne, wir sind ja noch am Üben hier. Wir machen hier noch, das wird schon alles. Und dann bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ne? Das ist ja, wir spielen das ja hier zusammen. Trotzdem, auch hier nochmal der Hinweis, ich mag das wirklich sehr gerne, Sachen dann erstmal mir so zu erarbeiten. Weil ich bin, das kann ich mal erzählen, wenn wir hier ganz entspannt hier rumfahren, ich bin halt so ein Autodidakt. Ne? Ich bin also 110%ig Autodidakt. Ja, fragt nicht, in der Schule war das alles nie so geil. Ne? Und, wenn mir jemand dann so Sachen erklärt und das dann so, ne, herunterpredigt und so, dass, da kannst du auch ein Wackelpudding an die Wand schmeißen. Das bleibt genauso hängen, nicht. Und wenn ich mir das aber selber ausklamüsere, ne, wenn ich mir dann selber so Sachen überlege, dann bleiben die bei mir auch meistens hängen. Außer die Raps-Mais-Schwäche, wer kennt sie nicht? Und Sachen wie zum Beispiel, dass man einen Strohwagen, Ladewagen niemals nutzt, um damit Geld zu verdienen über S. Das sind Sachen, die bleiben natürlich nicht hängen. Ich glaube, die kann ich so oft machen, wie ich will. Die bleiben dann trotzdem nicht hängen. So. Ich glaube, diesen Spurwechsel, den könnten wir theoretisch auch nochmal da oben einbauen, wo die Gleise auseinandergehen. Dass wir nicht jedes Mal ein bisschen in den Bahnhof da reinfallen müssten. Ich würde ja schon spielerisch gesehen, dass wirklich hier auch dann, wenn man sich das so ein bisschen vorstellt,
so vorstellen, dass das hier eine sehr lange Strecke ist, die wir natürlich dann zwischen den Gebäuden fahren, auch wenn sie jetzt hier in der Spielrealität sozusagen nicht so lang ist. Und ja, dadurch ist natürlich in der Vorstellung, wenn man das so ein bisschen auch als Rollenspiel empfindet, diese hier mit der Lok rumzufahren und so, ist natürlich der Punkt, wenn wir so weit darunter fahren quasi, ja, wir fahren bis zum anderen Bahnhof, um das Gleis zu wechseln, würde in der Realität ja so auch nicht stattfinden, ne? Das meine ich halt damit. So. Hier muss ich auch nochmal nachgucken. Das scheint ja auch eine Stelle zu sein, wo es ganz schön steil hochgeht. Die Alternative wäre, dass wir auf der anderen Seite des Hügels lang gehen und das Gleis, was nicht schräg durchführen, sondern mit Kreuz durchführen. Also wirklich 90 Grad Winkel. Senkrecht. 90 Grad Winkel meine ich. Und das wäre so die Alternative. Ihr seht das, ne? Wie schnell die jetzt hier wieder auf Fahrt kommt. Daran seht ihr, wie schnell das Ganze hier eigentlich ist. So. Wie steil, nicht wie schnell. Das ist eine meiner Lieblingsstellen hier, ne? Da ist die Brücke, hier ist das Aquädukt, hier den Hang entlang, das finde ich sehr, 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 sehr schön. Gut. Dann kommt der spannende Moment gleich, wo der Hund das Wasser lässt. Ich bin wirklich aufgeregt, ob das alles funktionieren wird. Ich habe das noch nicht testgefahren, ne? Also nur, dass wir uns da gleich, dass wir beide uns da nicht missverstehen. Das ist jetzt auch für mich das erste Mal hier. So. Dann wollen wir mal. Jungfernfahrt. Ab geht's, Betsy. Doch, da bin ich auch immer gespannt, was wir dafür bekommen. Hier haben wir übrigens eine der engsten Kurven, die ich je im Spiel gebaut habe. 30 Grad, das sollte man echt nicht machen, glaube ich. Also ich bemühe mich immer unter 60 Grad, also über, also, ne, das nicht unter zu unterschreiten. Und hier müssen wir wieder auf Bäume aufpassen, weil ich ja, wie gesagt, mit dem Baumtool rumgespielt habe. Und wir fahren mal schön langsam hier. Gut, ihr seht hier, das ist wirklich eine sehr enge Kurve. Ich glaube, dass wir später das noch umbauen müssen. Diese Wendeschleife hier ist sowieso nicht so geschickt. Wir müssen das wahrscheinlich wirklich dann... Hier, guckt euch das an. Das ist hier... Nee. Da würde ich wirklich annehmen, bei größeren Wagen ist das dann zu viel. Das Gute. Die haben wir, glaube ich, zusammengebaut, ne? Haben wir das Stückchen nicht zusammengebaut? Weiß ich halt gar nicht. Bist du gerade überrascht, das zu sehen? Sag doch mal. So, Leute, es ist soweit. Ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich habe ein ganzes Stück vergessen. Fallen runter. Betze, geht das Feuer aus. Was weiß ich. So. Noch einmal winken. Und dann geht's los. Seid ihr so gespannt wie ich? Verrate ihr noch ein Geheimnis. Habe ich, glaube ich, schon erzählt, aber an dieser Stelle passt es, das nochmal zu erwähnen. Ich hatte ja mit euch diese ganzen Brückensachen gebaut und wir haben, also mit wir meine ich dich, vergessen zu speichern. Warum, wieso ist dir das passiert? Frage ich dich jetzt mal so. Und ja, das heißt, ich muss das alles nochmal bauen. Deswegen mag das sein, dass das hier ein bisschen anders aussieht, aber nicht minder hübsch. Guck mal hier. Da kommt dann demnächst da die andere Strecke kommt hier ran. Und jetzt fahren wir hier in den Gebirgspass rein. Hier ist ja so eine Gebirgs... Wie heißt das? Schlucht, wo wir schön durchfahren können. Das ist alles wunderschön. Dann hier diese Brücke, die wir wirklich auch so nachempfunden haben. Erst so dieser Steinsockel und dann geht's rüber. Tipp, nehmt Stahlbrücken. Stahlbrücken lösen viele eurer Probleme. So, jetzt haben wir die erste richtige, schöne Talbrücke hier. Das ist natürlich nur eine kleine, aber ihr seht es
Es ist eine kleine Talbrücke. Es ist sehr schön. So. Ja, und dann wie gesagt, wir sind jetzt nicht links am Hang lang, wie ich ursprünglich plante. Wir sind nicht so rumgefahren, sondern wir sind so rumgefahren. Und wir werden diese Strecke noch sehr häufig fahren, deswegen hoffe ich, dass sie uns gefällt. Und mit uns meine ich dich. Schon wieder. Genau, also wir sind ja hier in diesem... Das ist so schön. Guckt euch das mal an hier. Wie mit der Lok hier durch dieses Tal fahren. Ist das herrlich. So, und dann habe ich mich bemüht. Das kann ich ein bisschen mal erzählen hier beim Streckenbau. Ich habe mich wirklich bemüht. Ich glaube, wir sollten mal ganz ausmachen. Ich habe mich wirklich bemüht. Da sieht man noch den alten Versuch nochmal. Das habe ich dann aber drangegeben, hier so ein bisschen dem Gelände zu folgen. Ihr seht, das ist teuer, aber diese... Wenn ihr euch jetzt vorstellt, das wäre in den Alpen, dann wäre das wahrscheinlich noch mehr hier an dem Hang lang gegangen. Das werde ich irgendwann noch nachholen, aber ich wollte auf jeden Fall so die Steigung einhalten. Und selbst da sieht es ja schon so aus, als wäre mir das hier nicht gelungen. Ne? Also das sieht hier sehr steil runter aus. Und ist es eigentlich auch. Und dann sehen wir da hinten in der Ferne schon, wo wir hin wollen. Das scheint übrigens ein Wasserfall zu sein, ne? Dann haben wir hier eine Talbrücke, da geht es jetzt einmal so über das Tal rüber, dann hier hinten wieder zu dem Berg. Da sehen wir, wo wir hin müssen. Und da habe ich natürlich auch noch so ein paar Probleme. Da können wir gleich mal drüber reden. Und auch gucken, was wir verdient haben. Und dann haben wir hier eine wahnsinnige Stahlbrückenkonstruktion. Auch die Stahlbrücke geht auch nicht unendlich. Und ich habe mich dann wieder bemüht, hier ne, mit dem Stein das ein bisschen einzufassen. Und dann hier... So wie in den Alpen, wie man das dann entlang der Berge macht. Ihr kennt das, wenn dann so eine Straße ist, dann ist da so ein Dach irgendwie so drüber. Und das wollte ich hier so ein bisschen nachempfinden, dass das so ein bisschen schön aussieht. Und dann schlängeln wir uns hier wirklich an dem Berg entlang. Und das mag ich wirklich sehr gern. So, dann geht es hier einmal über die große Schlucht drüber. Und dann merkt man auch wirklich den Druck, der hier auf der Betsy lastet. Und dann schlängeln wir uns auf der Gegenseite. Ja, wir sind ja von da oben gekommen. Da ist auch unser Kontrollturm. Und wir schlängeln uns das auf der Gegenseite des Berges entlang. Auch hier habe ich mich bemüht, nicht zu enge Kurven zu nehmen. Es sollte am Ende aber nicht aussehen wie so eine Achterbahn. Ne? Dass wir jetzt so eine Achterbahn hinbauen und dann irgendwie so einen Vergnügungspark zum Verhinderten. Deswegen habe ich mich wirklich bemüht, an der Landschaft zu bleiben. Ihr könnt ja mal gerne sagen, wie ihr das findet. Und das sieht jetzt so aus, als hätte ich das einfach nur so hingeknallt und würde jetzt wieder hier einen auf YouTuber machen. Boah, ich habe mir so viel Mühe gegeben, es war so viel Arbeit und das stimmt gar nicht. Doch, das war's. Ich habe da, glaube ich, es war ein Samstag oder so, einen ganzen Samstag quasi damit verbracht, wieder hinbauen, abreißen. Ich bin vor allen Dingen auch mal ganz... Ich wollte das ja eigentlich auf der anderen Seite machen. Ich bin dann ganz hinten rüber. Ich wollte immer den Berg... Ich bin dann irgendwie... Ich war schon fast bei der Eisenerzmine oder was das ist, angekommen. Und war immer noch nicht auf der richtigen Höhe. So extrem ist das hier. Und jetzt habe ich es halt so gelöst. Und ich hoffe, dass wir jemals wieder wegkommen. Von der Steigung her. Und das andere Problem ist, dass wir halt hier sehr schlecht rangieren können, weil die Bahnsteige sind sehr kurz. Müssen wir mal gucken, wie viele Wagen wir hier maximal nehmen können. Und das finden wir jetzt gleich auch raus. Tja, und dann nähern wir uns jetzt langsam dem Abschnitt. Hier würde ich gerne noch Folgendes demnächst mal versuchen, dass wir hier rumgehen, dann hier den Hügel lang, dann großen Bogen ziehen, statt hier jetzt so einen Korkenzieher zu machen. Weil wir haben jetzt wirklich so einen Korkenzieher hingebaut, dass wir hier runterkommen. So ein bisschen wie die Auffahrt von Modellbahnen, wie man das dann so einen Gleiswendel macht. Und das ist nicht schön. Und dann sehr schnell hier mich bemüht, dann hier auf Bodenhöhe zu kommen, wie ihr seht. Und da sind wir auch schon. Da sind wir schon, Leute. Ja, hier habe ich versucht jetzt das Ganze ein bisschen hübsch zu machen. Ihr seht das wieder hier mit den Gleisen hier unten. Und hier muss sowieso ein Bahnhofsbereich hin, weil wir hier auch verschlagen werden, Güter verschlagen werden, Züge umbauen werden, die dann zur Eisenerzmine gehen. Das heißt, wir müssen uns hier den Platz ohnehin noch nehmen. Aber ihr seht jetzt hier folgende Problematik, die ich noch nicht weiß, wie ich sie löse. Wahrscheinlich mit einem Y-Turn. Dass wir hier einen Y-Turn reinbauen.
Wir müssen nämlich eigentlich rückwärts hier in den Bahnhof rein. Und das ist alles hier noch nicht so... Ah, ihr seht das, ne? So, warum müssen wir rückwärts rein? Weil, ihr seht es schon, End of Life. Oder End of Line. So, wir haben also jetzt gerade mal 2 Wagenplatz mit Lok. Wenn wir das jetzt immer mit der Betsy machen würden, passt die Betsy gerade so hier vorne rein, ne? Und dann gucken wir mal, wir haben dann Platz für, ja, 3 Wagen, vielleicht 4. Okay. Okay. So, jetzt wollen wir wissen, was haben wir verdient? 3, 4, 5, 0. Und wir landen ab. Ich hoffe, es ist richtig. Jawohl. Und da wird das hier aufgestappt. Das ist auch... Ich meine, es ist eine Simulation und es ist so schön, wenn an solche Dinge gedacht wird. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir gucken. Ihr seht, da muss eine alte Oma lange für stricken, dass wir hier was verdienen. Gut, wir fahren wieder zurück. Und jetzt kommt es nämlich drauf an, kommen wir den Berg überhaupt hoch? Man weiß es nicht. Ja, und hier würde ich jetzt als nächstes gerne so ein bisschen bauen. Dass wir uns überlegen, das heißt, wir müssten theoretisch gar nicht zurückfahren, aber wir müssen ja von hier noch 2 Eisenerzmine. Ich muss mir jetzt so ein bisschen überlegen, wie machen wir das Layout und so weiter. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob wir überhaupt den Berg wieder hinankommen. Gut, hier so haben wir natürlich keine Ladung drauf. Das wird jetzt nicht so das Problem sein. Die Betsy ist auch wirklich sehr, sehr tapfer hier und sehr, sehr fleißig und ambitioniert. Ich würde es mal ambitioniert nennen. Ja, das muss man ja schon sagen. Ambitioniert ist aber, glaube ich, nicht das richtige Wort dafür. Wie heißt denn das? Engagiert, meine ich, glaube ich. Engagiert ist die Betsy. No. So. So ist es nämlich. Also kann man ein bisschen mehr sehen, ne? Guck mal, da oben geht die Strecke lang, dann geht sie hier hinten in so einem Bogen rum. Sind wir bei 20% Leistung mit leeren Wagen. Ja, bin ich mal gespannt. Ja, und das nächste Ziel ist dann die Eisenerzmine. Wir müssen also ein bisschen scouten, aber immerhin, toi toi toi, das Omen hat nicht gezogen. Wir sind in Folge 13 und noch an einem Stück. Das ist gut. Das ist sehr schön. Ja, da hinten müssen wir dann irgendwie hin. Ist das Winterlandschaft? Das wäre toll. Dass da so Schnee liegen würde oder so. Das würde ich gern leiden sehen. Das würde ich gern... Das mag ich gern leiden. So. Hier war es übrigens wirklich knapp von dem Bogen. Ich wollte möglichst, wie gesagt, möglichst sehr eng den Hang immer kuscheln. Wir hätten natürlich auch hier rumgehen können, aber dann wäre der Bogen wieder zu eng geworden. Und ich werde auch einige Stückchen nochmal mit dem Kurvenradius-Ding austauschen müssen. Man kann sich halt ganz gut am Gelände hier orientieren. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Entwickler teilweise das so gebaut haben, damit man da drum kommt. Ja, also wir sehen... Betsy schafft das auf jeden Fall. Wir haben neue Wagen hier im Einsatz. Und ja, die nächste Zutat, die wir jetzt brauchen. Achso, ich habe vergessen, ein Telegrafenhäuschen zu bauen. Das muss ich auch noch hinbauen. Die nächste Zutat, die wir jetzt brauchen würden, wäre ein Eisenerz. Das heißt, ich werde jetzt mal kurz zwischen den Folgen einmal kurz scouten gehen, in aller Ruhe. Mir so ein bisschen überlegen, wie wollen wir was machen. Und ich glaube, die nächste Folge werden wir mal versuchen, so ein bisschen Richtung Eisenerzmine eine Strecke zu bauen. Mit dem ganzen Wissen, was wir jetzt gesammelt haben, über Kurvenradien, über Ansenkung, Absenkung. Die Eisenerzminenstrecke hat, glaube ich, auch so ein paar Talabschnitte, wo man dann sehr gut sehen kann, wo man lang muss. Und ich bin vor allen Dingen sehr, sehr gespannt, wie das mit dem Erz dann funktioniert. Ne? Wir haben ja dann... Das sind ja wieder ganz andere Fahrzeuge, wollte ich gerade schon sagen. Also ganz andere Waggons. Hier, sowas muss ich auch noch beheben. Das ist nicht... Das geht besser. Naja. Wie dem auch sei, Betsy und ich sagen danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn ihr das selber spielen wollt, weil ihr sagt, ey,
Ich kann das eh besser. Link in der Videobeschreibung. 17% sparen zum Zeitpunkt zur Aufnahme. 17% sparen bei unseren Partner Games. Erblendet, danke dafür. Und wenn du alle Folgen am Stück sehen willst, Garderol Plus. Damit unterstützt auch meine Arbeit, denn YouTube zahlt mir immer weniger und behält grob 50%. Wenn du sagst, na gut, dann schalte ich eh mein Werbeding ein und unterstütze dich das stattdessen direkt. Ab 3 Euro, wenn ich es richtig gerechnet habe, ab 3,20 Euro im Monat ist das möglich. Also eine halbe Pizza, halbe Packung Kippen, halbe Packung Kaffee, was auch immer du dir aussuchen möchtest, um einen ganzen Monat mit Folgen versorgt zu werden. Vorab, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss, sag tschüss, Betsy.